Okay, Geister. Bevor ihr den Konvoi ausschalten könnt, müsst ihr die Kommunikation der KVA in dieser Zone unterbrechen. Ihr habt noch Zeit, bevor der Konvoi durch dieses Gebiet kommt. Also macht euch auf den Weg zur nächsten KVA-Anlage. Dort können wir ihre Kommunikation unterbrechen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Homefront The Revolution. Und ja, jetzt spielen wir mal hier den Widerstandsmodus. Ja, den haben wir noch gar nicht gespielt. So, und wir müssen jetzt hier die KVA aus dem Gebiet hier vertreiben. Ja, dort vorne sind auf jeden Fall einige Feinde. Und hier im Widerstandsmodus bin ich noch Level 1. Also ich habe hier noch nichts freigeschaltet. Das ist die Anfangsausrüstung, nenne ich das jetzt mal. Doch langsam Zeit, dass die Verstärkung kommt. Die Munition nicht helfen. So, einen habe ich schon mal weg. Und der Scharfschütze dort oben wird auf jeden Fall ein Problem. Das sehe ich jetzt schon. So. Zack. Der Scharfschütze dort oben sollte erstmal weggehen. Jawohl, der ist weg. So. Ja, und irgendwie die Ecke, wo wir gerade sind, gefällt mir so gar nicht. Ich würde gerne ein bisschen mehr ins Kampfgeschehen hier tauchen. Das Problem ist, wenn ich hier rausgehe, habe ich hier nicht so richtig Deckung sofort. Obwohl, wir rennen mal hier hin. So. Jawohl. Sehr gut. Wir sollten die dort erstmal durchsuchen. Hier hin, los. Jawohl. Gib mir dein Zeug, was du dabei hast. Dankeschön. Oh, der eine kommt uns gefährlich nah. Schnell den hier auch noch durchsuchen. So, wir sollten den noch wegmachen. Der ist auch weg. Schnell, wir brauchen unbedingt wieder mehr Patronen. Oh, ein Scharfschütze beobachtet mich. Heilen und Scharfschützen ausschalten. Los. Jawohl. So, vorne sind die nächsten. Oh, das sind solche gepanzerten Heinis. Sehr gut, die haben wir ausgeschaltet. Infiltriere den KVA-Außenposten, ist jetzt unser nächstes Ziel hier. Und das auch noch nachladen. Kann ich was herstellen vielleicht? Ah, ich sehe sogar gerade, wir haben noch Sprengstoff und sowas dabei, okay. Gut, hier oben wird mir auch angezeigt, hier gibt es Munition. Die schnappen wir uns natürlich auch mal noch. Bisschen Heilung wäre gut. Oh, da haben wir sogar direkt welche. Dankeschön, Spiel. Sehr, sehr freundlich. Hier einmal alles mitnehmen auf jeden Fall. So. Gut, ich bin auf jeden Fall wieder eigentlich ganz gut aufgestockt so an Zeug. Ja. Geht schon so klar. Anscheinend seid ihr an der KVA vorbei. Geht weiter Richtung Anlage. Ihr müsst die Kommunikation so schnell wie möglich unterbrechen. Ja, ach du Schreck, hier haben wir etwas, was über die Straße fährt. Dem Teil will ich mich jetzt ungern anlegen. Wow, hier sind Scharfschützen. Okay, was ist mir lieber, so ein Roboter oder Scharfschützen? Ich glaube, so ein Roboter da noch eher. Boah, hier geht's ja auch noch weiter mit Scharfschützen. Ach du Schreck. Verdammt gefährlich ist es hier. So, wir rennen hier vorbei, los. Hilfe. Boah, hoch hier, hoch hier, hoch hier, hoch hier. So, hier kurz das Gebäude. Kurz hier bleiben. Moment, da hinten ist der eine Scharfschütze. Den holen wir mal. So, komm her. Gut, ein Scharfschütze weniger. Der andere ist so drüben. Der lebt noch. Okay, egal. Er zeigt sich ja gerade eh nicht mehr. Gut, dann einmal hier durch. Mist, hier geht das nicht. Wegen dem Fensterrahmen dort. Drüben ist noch einer. Mist. Irgendwie habe ich gerade mit der Pistole ganz schlechte Präzision. So. Die Kommunikationsanbindung befindet sich in der KVA-Anlage vor euch. Wir waren in dieser Zone noch nicht besonders aktiv. Daher sollte sie nicht allzu schwer bewacht sein. Hoffe ich. Die Lüftungsschächte um die Basis sind ihre Schwachstelle. Eine gut platzierte Sprengfalle sollte euch einen Einstieg verschaffen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dankeschön für die Information. So.
nah ran. Damit die dort oben sind und uns nicht so richtig sehen. Hin und weg. Vergesst nicht, Geister. Ihr müsst dort hinein und die Kommunikationsstation abschalten, bevor sie Hilfe rufen können. Säubert das Gebiet so schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Ja, okay. Ich gebe mein Bestes. So, einmal hier lang. Komme ich nicht durch, schade. Ah, Hilfe. So, komm, geh kaputt. Dankeschön. Wow! So, jetzt sind wir hier nochmal in einer zweiten Runde hier. Und zwar hier vom Widerstandsmodus. So, und jetzt müssen wir hier den Marktplatz verteidigen. Wir haben feindliche Patrouillen vor euch entdeckt. Seid vorsichtig. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare vielleicht, oder lasst mich in Form einer Bewertung wissen, ob ihr vielleicht nochmal ein Video dazu haben wollt zum Widerstandsmodus. Man hat keine Wahl. Feuer frei und schnell zu Ende bringen. Denn dieser Modus ist eigentlich nämlich nur für Teams gedacht, also um das mit Freunden zu spielen, so gesehen. Ich bin aber ein einsamer Mann. Ich habe keine Freunde. Deswegen bin ich hier alleine unterwegs. So. Einmal hier hinter. Okay. Aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich nur bei dieser einen Folge bleiben, hier zum Widerstandsmodus so oder so. Aber muss ich mal schauen. Kommt da drauf an, wie ich auch das drauf habe. So. Zack. Einmal kurz Heilung reinhauen, schnell. So. Und ja, dieser Widerstandsmodus hier ist halt der Multiplayer Teil so gesehen von Home for the Revolution, also der Multiplayer Modus nenne ich es jetzt einfach mal so ein bisschen. Und ja, hier gibt es halt unterschiedliche Missionen und so, die man halt mit anderen zusammen machen kann. Okay, wir brauchen nochmal neue Sturmgewehrmunition. Ganz schnell hier eigentlich. Ja. So. Einmal hier herum. Schnell. Zack. Wir können die Position nicht halten. Wir müssen die Adler zurückziehen. Okay. Holt unsere Leute da raus. Geister, ihr müsst euch auch zurückziehen. Okay, zurückziehen heißt's. Ja, zurückziehen und dabei drauf gehen. Schade. Ah, hier hat uns das leider erledigt. Keine Chance, Geister. Es sind zu viele. Verschwindet von dort. Ja, zu viele sind es wirklich. Ja, leider für einen halt, ja. Weil ich halt alleine bin. Es wird auch eigentlich empfohlen, mindestens noch mit Geister, zwei anderen. Was ist los? Es gibt dort draußen keine Unterstützung für euch. Verschwindet sofort. Das Ganze hier. Da war halt auf jeden Fall jetzt zu sehen das Problem hier. Wenn man leider das mit niemand anders macht. Das Problem ist, die KVA kreist eure Position ein. Dadurch, dass das schon älter ist, das Spiel, ja. Das Spiel ist ja jetzt auch nicht mehr so frisch, sagen wir mal so. Alleine schon deswegen ist es schwierig, überhaupt andere Spiele hier noch zu finden. An sich ist es aber auf jeden Fall ein cooler Multiplayer-Modus. Da habe ich nämlich früher öfter gespielt, damals so das Spiel rauskam mit Kollegen, aber jetzt findet man hier ganz schlecht nur noch was. Wenn man auf jeden Fall Kollegen hat, die das Spiel auch haben, dann könnte ich mir vorstellen, macht das auf jeden Fall nochmal gut Laune hier so.
Ja, und das mit anderen nochmal zusammen spielt und so weiter. Aber leider, zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme habe ich halt keinen mehr gefunden und ich glaube, man findet sowieso nur ganz, ganz schlecht Leute hierfür. Aber nun gut, ja, ich wollte euch auch den Multiplayer-Modus, den Widerstandsmodus hier sowieso nur einmal zeigen. Ich bringe vielleicht nochmal ein Video, wenn ihr euch das vielleicht wünscht, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen mehr sehen wollt und wenn ich da natürlich dann auch selber auch nochmal das drauf habe. Aber ja, an sich war es das dann damit jetzt auch hier mit dem Video hier. Und ja, eins möchte ich mal noch ganz kurz zeigen. Oder zumindest ein bisschen erklären jetzt erstmal. Und zwar, ja, falls es einige vielleicht von euch interessiert, die vielleicht das Spiel noch nicht kennen und so, die vielleicht überlegen, sich das zu kaufen, mit ein paar Freunden vielleicht spielen wollen. Und zwar kann man hier genauso wie in der Kampagne hier leveln. Also, was heißt Level? Man kann genauso wie in der Kampagne halt neue Sachen freischalten, neue Waffen. Und hier ist es halt Leveln. Ja, ich bin jetzt gerade hier Level 1. Und ja, hier gibt es unterschiedliches Zeug. Elite-Kisten zum Beispiel. So, wir können ja mal hier eine nehmen. So. Und da kommt Stuff raus, hier, wie ihr sehen könnt schon. XP-Booster und solches Zeug gibt es da halt. Dann kannst du hier noch dein ganzes Aussehen personalisieren. Ja, kannst hier einiges in Zeug auswählen. Booster gibt es hier überall. Waffen sind halt die, die es auch schon in der Kampagne gab. Die kann man halt noch upgraden. Und ansonsten, ja, Kleidung und so kannst du halt noch anpassen. Hier gibt es ganz viel Zeug, was ja alles verschlüsselt ist, so. Also hier hat man schon eigentlich ganz coole Möglichkeiten, aber aktuell finde ich halt ja leider keinen anderen, aber ich glaube, ich werde da so oder so keinen mehr finden, ja. Aber nun gut, ja, ich wollte euch halt den Widerstandsmodus mal noch ein klein wenig zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn das jetzt kein, ich nenne es mal, Sieg oder keine erfolgreiche Runde war, aber war mir leider von Anfang an schon so klar, weil es halt auf Teamplay ausgelegt ist, dieser Modus. Aber ja, ich wollte einfach nochmal spielen, hatte auch nochmal Lust drauf und wollten euch halt auch zeigen. Ja? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Das nächste Mal ist im Übrigen ein anderes Projekt. Das war wahrscheinlich das letzte Video zu Homefront. Aber mal sehen, vielleicht werde ich ja auch nochmal in der Story ein paar Nebenmissionen machen. Wer weiß. Wer weiß. Nun gut, das war's. Haut rein. Tschüssi.